So Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge Gothic 2 Part Nummer 121 und ich war gerade in Korinnes und habe mir einige Sachen gekauft. Unter anderem auch Monsterschrumpfen und ich hoffe, dass das funktioniert. Denn dann hat der scheiß Eisdrache keine Chance mehr. Ich habe auch versucht, dachte mir hier, warum stehen die denn hier noch? Ich habe auch gerade alles Hey. geklärt. Ja, geile Ansicht. Jetzt nicht. Ach, das war der falsche. Hey, you. Hier. Geh ruhig. Ja, kommt immer diese blöde Nachricht. Oder ja, Dialog. Und er rührt sich einfach nicht. Deswegen muss ich jetzt wohl. Lol, 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 lol. Also muss ich jetzt doch Sachen kaufen. Leck. Vielleicht ist hier oben ja noch was. Guck mal kurz. Boah, Alter. Heftig, du. Alter! Gott! Hilfe! Geht ja gar nicht, ey. Ist aber nur, wenn ich aufnehme, ne? Ist ich nicht aufnehme, dann ist es ganz normal. So, ich speichere jetzt diesmal unter einem anderen. Links natürlich hier. So, dann Monster schrumpfen, direkt auswählen. 8 bei 7. Achso, ja, hier, das kann ich erstmal wieder machen. So, jetzt habe ich 7. Das hatten wir ja noch schon. Wenn nicht, letzte Folge angucken. Am Ende. Wenn dir Irrdom. Nice. LOL! Was den Biestern geben? Easy. Das wäre geschafft. Alle Drachen Nice. sind tot. Ja, und ich stehe noch. Bist du dir sicher, dass es der letzte war? Ich denke schon. Hier auf der Schade. Insel Ich schon. war gerade so schön in Fahrt. Cool, dann. Achso, den Hort. Ob. Oh, okay, der Geschwindigkeitsrank hat sich ja eh gerade verabschiedet. Speichern habe ich gemacht. Und jetzt hier bei in dieser blöde Bug wie beim Feuerdrachen. Oder ist eine Steintafel. Ist dann total kacke. Dann einmal neu laden und versuchen, die Scheiße nochmal aufzusammeln. Drachenei, GG. Auch ein Ei geschnappt. So. Ja, das war natürlich sehr effektiv. Dieses Monsterschrumpfen. Richtig OP. Ich habe natürlich noch andere Sachen gekauft, wie hier Skelett erschaffen oder Goblin-Skelett erschaffen oder hier habe ich hier Dämon beschwören bei Zuriss und Kurines, aber das war natürlich so. Das hat sich jetzt bewährt. Ich hätte dann natürlich. Wobei das. Ja, das ist einfach OP, dieses Monsterschrumpfen, ne? Man kann man nichts sagen. Ich laufe jetzt noch zu. Silvio, genau. Boah, mir ist der Name entfallen gerade. Muss hinterher. Hallo? 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 Lol. Egal, dann eben nicht. Habe ich ihm allein. Es ist wieder nur enge Räume. Ich glaube, OBS hat irgendwie Klaustrophobie oder so. Angst vor engen Räumen. GG. Weiß nicht. Irgendwie hat das. Ich hoffe, dass es bei Gothic 3 dann oder bei Risen nicht so sein wird. Ich habe schon mal Gothic 3. Also ich habe schon. Das sind neue Ex-Menschen. What the fuck? Speichern mal. Alle 4. Ja, ist klar. Geht natürlich nicht. Ich kann vielleicht 2.
Na komm, ich warte. Ist einer. Oh komm, da ist ja schon der erste. Au. Okay, jetzt nicht mehr. Oh, kann ich nicht lang. Da leckt es. Kann ich vielleicht hier hoch einfach so? Guck mal. Ja, geil. Läuft einfach weiter. Gigi. Ich weiß nicht, ob, wo die anderen sind. Das ist Silvio und Bulko. Sonst hätte ich mir jetzt hier. Komm. Speicher mal. Zack. Oder ein Goblin-Skelett. Einfach ein Goblin-Skelett. So. Oh, fuck. Lol. Mauspad wieder rum. LOL. Oh. Zum Glück habe ich nicht Gothic starten gemacht. Das war jetzt das Falsche. Nein, nicht speichern. Oh Gott. Hey. Okay, solange es laden ist, ist es okay. Jetzt wäre ich jetzt wieder in diesen scheiß Bug gelaufen, ey. Was ist jetzt ohne? Der macht den ja instant down, ey. Okay. So, die anderen. Die Musik ist wieder weg. Tui. Jump. Oh. Das ist nicht geklappt. Sind nur noch einer? Hier zwei. Komm her. Komm her, komm her, komm her, komm her, komm her. LOL, nein! Ich hab ihn immer noch drauf. Ey, lol, das ist. Der hat aber gelitten, du. Warum kann ich den da? Warte mal. Was? Oh. Was? Scheiße, ich kann nicht Escape drücken. Oh. Was ist jetzt das für ein Bug? Okay, Leute. Eine kleine, kurze Unterbrechung und wir sehen uns dann, wenn die Echsenmenschen tot sind, wieder. Bis gleich. Oder doch, ein frühzeitiges Wiederkommen. Entschuldigung. Eine Idee. Komm, ja. Ja, tschüss. Upsa. Wenn der andere jetzt kommt, weiß ich auch nicht. So. Dann die andere Spruchrolle. 7. So, damit die nicht kommen. Das sind die Sneaky Tactics hier. Ich speichere jetzt nicht mal, weil ja, eigentlich ist es egal. Der Eisdrache ist tot. Und du gibst mir jetzt alles, was du bei dir hast. Was? Ich denke ja gar nicht dran. Ich werde derjenige sein, der als Eisdrachentöter gefeiert wird. Na, Silvio, ey, der größte Hurensohn, ey, ist sorry. Wird jetzt aus der Welt geschafft. Toll, warte. Fuck. Okay,
Moment. Ich muss mal ganz kurz weg. Ja, ich komme gleich wieder. Ich krieg dich noch! Ich habe ja noch Eisblock. Ich weiß nicht, wie viele. Aber. Komm ich jetzt. Ich nehme jetzt hier den. Einmal. Zweimal. An den hier noch. Komm noch einen Scheiß drauf. Und. Wenn. Das ist mir zu schade. Oh, 8 Eisblöcke, ey. Ich wollte den jetzt nicht killen. Komm, Silvio, groß mal. Du bist das erste dran. Scheiße. Jetzt krieg ich dich! Da erstmal an. Warte, einen Schlag vielleicht noch. So, jetzt rechts. Ich will. Jetzt krieg ich dich! Alter! Blockt wie ein junger Gott. Lol, der ist tot. Okay. Hat Bulko noch Aggro auf mich? Wenn ja, mache ich hier nochmal Eisblock. Jetzt kriege ich dich. Ja. Tschüss. Lol, ja, der überlebt. What the fuck? Was ist das für eine Scheiße? Oh, du hast kein Schwert mehr. Der Idiot, ey. Ne? Rotzt ja auf die Nase, Alter. Komm her. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Toll. Gut, du hast gewonnen. Was willst du? Jetzt nicht, mir ist kalt. Ach, scheiß auf Pulko. Gut, dann würde ich sagen, tschüss. Auge erstmal wieder aufladen und wieder ein Tränke brauen. Ein Trank hergestellt. Und Trank, ich weiß nicht, wie viel ich kann. Kann ich jetzt mehrere? Zwei, drei? Ich weiß gar nicht, wie viel Fake natürlich ich gerade habe. Scheint genug zu sein. So wenig Rohstoffe. Okay, das hat sich dann erledigt. Lol, ihr schneit's. GG. Ja, das buggt hier manchmal rum. Ich glaub nicht, dass ich da was ändere. Als ich geladen habe, nach dem Bug, gerade eben, wo ich nicht ansprechen konnte, nicht Escape drücken konnte und nicht neu geladen habe, da hat es geregnet in der Schneelandschaft. Jetzt schneit's hier. So, Arond. Ich habe Neuigkeiten über die Drachen. Berichte! Ich war in der westlichen Eisregion und habe den Eisdrachen dort zur Strecke gebracht. Das sind gute Neuigkeiten. Was hätte ich dir vorher sagen? Alle Drachen sind tot. Alle Drachen sind tot. Alle? Das Böse ist also endgültig besiegt? Nein, leider noch nicht. Es gibt da noch ihren Anführer. Waren die Drachen nicht die Anführer der Orks? Ja, schon. Aber auch sie haben ihren Meister. Wir müssen auch ihn beseitigen. Ich kann hier verdammt nochmal nicht weg. Ich muss das Erz sichern. Und die verfluchten Orks sind auch noch da. Du musst dich allein darum kümmern. Ich kann dir nicht helfen. Möge Inos dich schützen. Ende. Tschüss, Garond. Affe. So, Auric. Erstmal mit allen, die hier... Ja, du bist unser Held. Alle Drachen auf einmal loszuwerden, ist schon eine beachtliche Leistung, würde ich sagen. Alle, die hier noch keine NPCs sind, also sprich hier nur hier Ritter oder was auch immer,
Ansprechen heißt Orich. Ich mache mir Sorgen. Weswegen? Vor kurzem sind hier diese Männer aufgetaucht. Für mich sind das, wenn es nach... Findest du nicht, dass du... Ganz und gar nicht. Krieger statt... Moment, sorry. Die bekommt... Irgendwie ist... Aber irgendwie ist es umsonst. Und... Ach, lass mich... Okay. Dann... I'm sorry. Sorry, das muss ich gerade skippen. Das war jetzt schon ein bisschen oldschool-mäßig. Also. Altes Zeug. Nicht relevant. So, den Koch, den brauche ich gar nicht ansprechen. Der hat nur eine Scheiße. Aber eine Kacke. Ich hätte das nicht gemacht. So, Waffenknecht, Waffenknecht. Nee, ihr glaube ich. Wir können nur abwarten. Nichts mehr, Geron. Was mit dir? Mich brauchst du das immer noch Hunger? Immer. Ja, aber trotzdem. Okay. Nicht, wo hast du glauben, das denn schon? So, dann. Ritter. Ich hab mir das schon gedacht, wirklich wahr. Ritter. Hey! Alle Drachen sind tot. Gut gemacht. Wenn wir mehr Leute wie dich hätten, dann wäre es wahrscheinlich nie so weit gekommen. Manchmal kriegt man noch Erfahrungspunkte, wenn man sagt, jo, alle Drachen sind tot. Hier mal nochmal ein paar Pfeile. Soll ich mir Pfeile kaufen? Ich meine, ich habe ja schon die geile Waffe, ne? Ich brauche das gar nicht mehr. Ich behalte die Spruchrollen mal, aber ich glaube nicht, dass ich hier... Oh, die ganzen Ork-Waffen kann ich auch verkaufen, genau. Tschüss. Tschüss. Ah, komm, den kann auch weg, ey. Was ist hier noch was? Morgenstern brauchen wir nicht. 120 Schaden, Alter. Nicht die ganzen anderen auch verkaufen. Inquisitor. Papier weg. Muss ja noch aufpassen wegen dem Schmied und Dings. Ach ja. Das ganze Tränke brauche ich auch nicht hier. Das weg. Das weg. Das weg. So. Gut, dann. Weiter geht's. Im Rumgelabere. Ja, Jan. Hey, you. Selbst ist er da nicht drauf gekommen. Ich habe alle Drachen getötet. Das ist ja toll. Interessiert mich aber nicht sonderlich, wenn ich ehrlich bin. Ja, ja, schön. Ich sagte dir ja bereits, ich stelle lieber Waffen her, als selbst loszuziehen, um die Drachen zu töten. Eine Sache jedoch könnte mich schon interessieren. Wenn du mir Drachenblut besorgen könntest, würde ich einen hohen Preis dafür zahlen. Ich habe Drachenblut für dich. Das ist klasse. Okay. Nur übrig. Ich hab ein Drachenblut hatte ich. Naja, egal. Wenn wir nicht mehr. Kann ich mal Rüstung kaufen? Nee. Hey. So. Sie mir verkaufen. Okay, das ist nichts. Hey, you. Sandor, hast du noch was? Nee. Dann hier. Sag mir nicht, dass du das nicht gewollt. Ist der weg? Kerolot oder was? Der eine, der. Da. Hey! Die Orks sind sehr beunruhigt. Irgendetwas hat ihnen einen Mordschrecken eingejagt, das spüre ich. Ja, das wegen den Orks. Was? Wegen den Orks? Wegen den Drachen, die sind tot. Gut, dann. Ich werde jetzt nicht zurück zum Dingsport. Ach, da ist er ja wieder. Halleluja. Eigentlich wollte ich noch ganz oben, wo die zwei Typen sind, wollte ich ja noch links hoch, aber das überspringe ich mal. Oder lass es ganz weg. Ich wollte eigentlich endlich nur diesen Drachen töten und nur ins fünfte Kapitel gehen. Ja. Also nicht, weil ich endlich das Let's Play fertig machen will. Ja, ich meine. Sondern weil ich hier ein bisschen weiter vorkommen möchte. Ich will schon gerne alles zeigen, aber irgendwann habe ich auch den, ich auch keine Zeit mehr bald. So.
zum Aufnehmen. Denn ich habe noch was anderes vor. Und zwar wird's, wenn ihr diesen Part seht, habe ich wahrscheinlich schon ein paar Arma-Games aufgenommen. Und zwar werde ich Arma 3 altes live spielen. Und das spiele ich immer noch, also gerade jetzt, so. Dann wird es auch kleines Let's Play geben. Und League of Legends wollte ich noch aufnehmen. Ranked. Endlich mal ranked. Und dann... Oh, jetzt hängt er da rum, ey, oder was? Ja. Weiß nicht, ob er mit zu Dings kommt. Mit nach Ruinus. Wäre natürlich super geil. Ich probiere es einfach mal. Ich laufe einfach, wie gesagt, zum Minental. Geh einfach rüber. Mal gucken. Auf jeden Fall, das war super geil hier. Minental und so. Klar, die Orks haben richtig genervt am Anfang. Musste man jedes Mal vorbei rennen und vorbeischleichen. Aber hätte ich jetzt Magie gespielt, dann hätte ich die schön im Gang erstmal und dann im Late, wenn die Drachen tot sind, dann alle vernichtet. Mit, was weiß ich, Skeletten oder anderes Zeug. Oder ins fünfte Kapitel, Armee der Toten, Armee der Finsternis oder Armee der irgendwie sowas, ach, kann man 5 Skelette gleichzeitig beschwören. Kostet natürlich so viel Mana. LOL! Habt ihr das gesehen? Wo zum Heck habe ich gespeichert? Nein. Gut, das mache ich ganz kurz. Hier erfährt keiner was. Ja, genau. Das mache ich jetzt ganz kurz nochmal und dann bin ich mit Dings wieder da, wo ich gerade so komisch weggepackt habe. Alter. Jo, bis gleich. So, willkommen zurück, und ich bin jetzt, Alter, aber wieder, hey, mit dieser Stelle hier. Ich muss, Schritt für Schritt hier nach oben. Ein bisschen rückwärts laufen, wo. Bevor ich wieder 10 Meter durch die Lüfte fliege, ey. Vielleicht ist es lieber so. So, kommst du jetzt mit? Das wäre natürlich ultra cool, wenn nicht, wünsche ich dir hier im Minental alles Gute und vielleicht sehen wir uns ja bei Gothic 3 wieder. Ich weiß ja nicht. Mach's gut, ne? Tschüss. Wenn du jetzt nicht mitkommst. Und? Und? Kapitel 5. Aufbruch. Oh, Alter. So. Ich guck mal ganz kurz vorne vom Tor, ob er da wartet vielleicht. Ey, das wäre ultra cool, wenn er mitkommen würde. Wenn nicht, ich habe ja welche verabschiedet. So. Ne? Ach ja. Übrigens habe ich habe die Drachensnapper und Snapper da noch vergessen, die da noch massig rumstanden, aber das ist egal. Das ist jetzt egal. Nö, ist nicht da. Gut. Dann, lol, Blutfliegen. GG. Ich werde jetzt aber Varane, okay. Jetzt mal gucken, aber gibt's hier achso, das war das. Okay, dann habe ich ja nichts mehr. Gut, dann mache ich folgendes: die ganzen Dinge wieder ablegen. Das liegt nicht mal dran. Zwar Großbauer, Kloster, die Burg nicht. Das hier,
Das hier und das hier. Dann habe ich alles. Nur Teleport-Dinge habe ich gerade an. Wo gehe ich jetzt? Ist es hin? Was sagtest du, mein Block? Großbauern, toll. Kloster. Gut, dann Kloster. Milton, was geht ab? Ich habe alle Drachen getötet. Ehrlich? Das ist ja mehr als ein Hoffnungsschimmer am Horizont. Jetzt müssen wir dem Bösen nur noch den Kopf abschlagen. Wenn du das geschafft hast, dann werden wir den Krieg gewinnen. Ich? Natürlich du. Wer denn sonst? Ja, sicher ich. Frage, ey. So, Das kann ja nicht ewig so weit. Geh erstmal zu Pyroka. Das habe ich früher auch gesagt. Geh erstmal zu Pyroka. Moin Sinn. Alle Drachen sind tot. Das ist wahrlich eine gute Nachricht. Es ändert jedoch nichts an unserer scheinbar aussichtslosen Situation. Die Suchenden sind immer noch nicht abgezogen. Ganz im Gegenteil. Mir kommen immer mehr Berichte zu Ohren, dass sich ihre Zahlen in den letzten Tagen sogar noch vermehrt haben. Oh lol. Die Drachen zu töten alleine hat dem Feind noch keinen ausreichenden Schlag versetzt. Wir müssen das Übel an der Wurzel packen. Ich habe mit den Drachen gesprochen. Was haben sie gesagt? Sie sprachen unentwegt von der Macht ihres Meisters und dass dieser sich in den Hallen von Irdorath niedergelassen hat. Enos, stehe uns bei. Der Schwarze Tempel hat seine Macht zurückerlangt und schickt nun seine Schergen über unsere Welt. Was sind diese Hallen von Irdorath? Der östliche Beschwörungstempel des Gottes Belia. Es sind ihrer Zahl 4 im Lande Myrtana. Doch dieser ist der wohl furchteinflößendste Tempel von ihnen. Vor etwa 40 Jahren zerstörte man den nördlichen und westlichen Tempel dieser abscheulichen Gottheit. Die tapferen Ritter dieser Zeit hatten alles eingesetzt, um diese mächtigen Bauwerke dem Erdboden gleichzumachen. Die schwarzen Horden des Feindes hatten damals der Überzahl und dem Heldenmut der Ritter und Paladine nichts entgegenzusetzen. Es wäre ein leichtes gewesen, die beiden anderen Tempel auch zu zerstören, um das Land endgültig von dem Übel zu befreien. Doch sie waren nach dem Fall des zweiten Tempels einfach verschwunden. Verschwunden? Ein ganzer Tempel? Ach komm. Spotte nicht. Die Situation ist ernst. Wenn die Hallen von Irdorath tatsächlich wieder an Macht gewonnen haben, wird es schwierig, den Feind zu besiegen. Dazu müsstest du ihn erst einmal finden. Und ich denke, das wird deine nächste und schwierigste Aufgabe sein. Ach, easy. Wir werden sehen. Wo ist es? Das verloren geglaubte Buch von Xardas. Wo ist es? Ich hatte mir schon gedacht, dass du danach fragen würdest. Aber ich fürchte, damit wirst du nichts anfangen können. Es ist magisch versiegelt worden. Ich habe es in unsere unteren Gewölbe gebracht. Und selbst wir haben bisher vergeblich versucht, es zu öffnen. Dieser verdammte Xardas hat sich da einen derben Scherz erlaubt. Kann ich das Buch sehen? Von mir aus? Ich kann mir nicht vorstellen, dass du da Erfolg hast, wo die größten Meister unseres Klosters gescheitert sind. Aber versuch es ruhig. Talamon wird dich nicht aufhalten. Nice. Okay, gut, dann... Hat du noch was zu sagen? Oder du? Nö. Würde mich die ja schon ansprechen. So, mal speichern. Würde sagen, bedanke ich mich endlich. What the fuck? Bedanke ich mich endlich fürs Zusehen, hä? Bedanke ich mich fürs Zusehen und ich wollte eigentlich sagen, ich habe endlich alle Drachen getötet. Na gut, nicht alle, nur die Minenteil, ne? Und würde dann sagen, wir sehen uns im nächsten Part wieder, ne? Von Gothic 2, die Nacht der Drachen? Nee, Nacht des Raben. Ja. Bis dann, haut da rein, ciao.